Mein Name ist Luke Gamble und ich bin Tierarzt. Es ist manchmal ein ziemlich harter Job, aber ich liebe ihn. Ich reise an entlegene Orte auf der ganzen Welt, wo auch immer dringend ein Tierarzt gebraucht wird. Wir werden dieses Bein abnehmen müssen. Das Behandeln von verletzten Tieren in extremen Situationen ist ein Abenteuer und eine Herausforderung. Und das ist nur ein kleiner Teil von dem, was wir rausholen werden. Ich werde mich außerdem auf die Jagd nach seltenen und faszinierenden Tieren machen, die in der Wildnis leben, und außerdem großartige Leute treffen, die alles geben, um die Welt zu verbessern. Diesmal geht es nach Nepal. Unser zuverlässiges Flugzeug, neuestes Modell. Meine aufregende Reise führt mich zum Gipfel der Welt, wo ich mich für den Tierschutz einsetze. Bitte, er braucht eine Chance. Und gerade in die Schusslinie eines Hundehinterns. Ich bin nur voll mit Drüsenflüssigkeit. Tierarzt ohne Grenzen, Nepal. Zwischen seinen riesigen Nachbarn Indien und China eingebettet, erstreckt sich Nepal von den südlichen Ebenen zum Dach der Welt, dem Himalaya. Ich bin zu den Hügelausläufern geflogen, um in Pokhara zu arbeiten. Ein hübsches Städtchen, etwas chaotisch und ideal für Abenteurer und Entdecker. Autofahren ist hier ziemlich verrückt. Es gibt eigentlich keine Verkehrsregeln. Man hupt einfach und hält drauf. Und es gibt Fahrräder, Traktoren, Motorräder, mal eine Kuh. Einfach durchwursteln und in der Straßenmitte bleiben. Ich bin nach Nepal gekommen, um mit Tierschutzorganisationen zu arbeiten und sie an einem Ort zu unterstützen, wo Bildung und Ressourcen knapp sind. Die Leute hier sind ganz von ihrem Vieh abhängig. Also können wir hoffentlich das Leben aller verbessern, indem wir den Tieren helfen. Ich beginne meine Reise in der Stadt und fahre hinauf in die Berge des Himalaya, um eine gemeinnützige Organisation namens Animal Health Training and Consultancy Service, kurz AHTCS, zu treffen. Abenteuerliche Reise. Wir wandern den Berg hier runter, um zu ein paar Mulis zu kommen, die als Packtiere arbeiten. Und offenbar ist eines verletzt. Ganz schön steiler Weg. Namaste. Namaste. Breathe in. Tief einatmen. Und diese Stufen gehen immer weiter runter. Zum Glück habe ich nur eine leichte Tasche mit Medizin dabei. Sonst wäre das echt hart. Jetzt geht's hoch, oh Mann. Da sind die Mulis. Sie sind gerade wieder aus den Bergen zurück. Ihr Tagewerk ist beendet. Diese Mulis haben ein hartes Leben. Sie müssen täglich schwere Lasten über tückische Bergpfade schleppen. Weil sie so isoliert sind, sehen sie selten einen Tierarzt. Auf der ganzen Welt sind Mulis und Esel die schlimmsten Opfer von Vernachlässigung. Wie geht's dir? Schön, dich zu treffen. Ich bin leider etwas spät, es wird schnell dunkel. Freut mich. Es freut mich ebenfalls. Dr. Neupane und Dr. Sharma assistieren mir hier. Beide arbeiten für den AHTCS und setzen sich für diese armen Tiere ein. Wir wollen ihn nicht aufregen. Ist schon gut. Sie binden das Muli jetzt fest. Es ist etwas temperamentvoll. Wäre ich aber auch. Seht euch mal diese riesige Wunde an. Das ist sicher noch nicht alles. Mulis haben es schwer. Es geht ihnen hier wie Eseln. Sie sind die ewigen Lastentiere. Sie müssen immer den Berg hoch und runter. Ein krasser Weg und das mit mehr als 100 Kilos auf dem Rücken. Das ist einfach zu viel und wenn es nicht richtig ausbalanciert ist, scheuern diese Riemen und führen zu fiesen Druckstellen. Das ist voller Eiter, es ist entzündet. Das tut sicher weh. Er hält sich wirklich gut. Wenn es in Ordnung ist, würde ich diesen Eiter entfernen wollen. Da, das muss alles schön sauber sein. Okay, schauen wir hier mal. Denn hier werden die Lasten befestigt. Da ist noch eine Stelle auf dieser Seite. Ich weiß, vorsichtig. Ich bin vorsichtig. Ich will mir das nur ansehen.
Wie erwartet, es ist total vereitert. Der Grund ist, dass sie ein straffes Band hier am Schweif festzogen, damit die Last nicht vor- und zurückrutscht. Ein Band vom Rücken hier durch, das ist einfach zu straff und schneidet ein. Kein Wunder, dass er auskeilt. Sehen Sie? Milben. Ah, schnell, hier. Oh, wartet. Hier ist eine Made. Eklig. Armes Ding. Mehr Maden. Die müssen raus. Ja, gut. Gutes Muli. Armes Ding. Es ist traurig. Wir geben ihm Schmerzmittel und Entzündungshemmer. Aber wisst ihr was? Wichtig ist vor allem, dass dieses Muli auf keinen Fall arbeiten darf für eine Weile. Es muss geschont werden. Ja, es wird geschont. Aber nicht nur ein paar Tage. Es muss geschont werden, bis alles ausgeheilt ist. Es ist traurig. Das ist einfach Unwissenheit. Sie sind nicht wirklich grausam. Sie wissen nur nicht, wie man Tiere ordentlich belädt. Sie benutzen nicht das richtige Geschirr. Und sie haben weder die Zeit noch das Geld, um es sich leisten zu können, dass die Tiere lange geschont werden. Und hier auch. Da. Was ist da passiert? Weil es austritt, haben sie es hier mit einem Seil festgebunden. Es hat ausgetreten, weil es Schmerzen hatte und das Seil nicht mochte. Und deshalb haben sie auch noch ein Seil um das Maul gelegt und ihm noch mehr Schmerzen bereitet. Du Armer. Das ist echt ein Dilemma. Wunden säubern und Schmerzmittel helfen dem Muli auch nur zeitweise. Ich lasse jetzt Antibiotika und Schmerzmittel hier, aber das Zeug ist teuer. Und deshalb müssen wir ein Geschäft mit der Besitzerin machen und ihr erklären, dass wenn ich ihr das gebe, sie das Muli schonen muss. Sonst wäre es total verschwendet. Ich muss die Besitzerin überzeugen, dass sich sein Zustand sehr verschlechtern könnte, wenn sich das Muli nicht schont. Namaste. Ihr Muli hat böse Verletzungen. 2 Monate Ruhe würden die Wunden nicht nur ausheilen lassen, sondern die Besitzerin würde noch einige Jahre mit dem Muli arbeiten können und sehen, dass es sich lohnt, die Wunden richtig zu behandeln. Sie ist mit 2 Monaten einverstanden. Okay, bitte tun Sie es. Ich verspreche Ihnen, wenn Sie es nicht lange schonen, wenn Sie denken, es ist ausgeheilt, dann müssen Sie es noch 2 Wochen schonen, dann kommen die Wunden wieder. Sie müssen es auf lange Sicht sehen. Okay. Bitte tun Sie es, bitte. Okay? Er kommt wieder und sieht nach, ja? Diese Dinge gehen mir echt nahe. Ich meine, das ist nur ein einziges Muli, ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es erzählt die Geschichte von 500 Mulis. Denn vielen in diesem Tal geht es so. Sie haben alle Verletzungen und Druckstellen. Und deshalb ist es so wichtig zu helfen und diese Art von Arbeit zu unterstützen. Denn ihre Arbeit ist es wirklich wert. Sie helfen nicht nur diesen misshandelten und überarbeiteten Tieren, sondern auch den Menschen, die auf sie angewiesen sind. Mein erster Halt in Nepal hat mir die Augen für die Probleme der Menschen und ihrer Tiere hier geöffnet. Zurück in der Stadt bin ich zu einem Workshop der AHTCS eingeladen, wo sie dieses Wissensdefizit bei den Bewohnern zu bekämpfen versuchen. Ah, schön, Sie zu treffen. Hallo. Auch schön, Sie zu treffen. Super. Also, was passiert hier? Das Ziel dieses Workshops ist es, normale Dörfler zu Gesundheitshelfern für Tiere zu machen oder Laientierärzten mit genug Basiswissen, um sich um die Tiere ihrer Gemeinde zu kümmern. Super, sehr gut. Sauberer Schnitt. Gute Arbeit, wirklich gute Arbeit. Gut gemacht.
Dr. Rishi Sapkota erklärt, welchen Problemen sie gegenüberstehen. Wir hängen fast vollständig vom Konzept der Hilfstierärzte ab. An den abgelegenen Orten gibt es keinen Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen. Dort braucht man dringend Tierhelfer. Ich kann es kaum erwarten, zu helfen und ein paar eigene Tipps und Methoden einzubringen. Ich werde jetzt versuchen, seinen Kopf zu drehen und brauche viele Leute, um an dem Seil zu ziehen, das ich um seinen Körper gewunden habe. So kommt Druck auf das Rückgrat und es sollte theoretisch einknicken und umfallen. Okay, gut. Diese Füße sind wie Beton. Das ist wie Granitmeißeln. Ich glaube wirklich, dass es der Schlüssel zur Verbesserung ihrer Lebensqualität ist und auch der ihrer Tiere, wenn man den Bauern ein paar Techniken beibringt. Dieses Projekt ist fantastisch. Es ist den Aufwand wert. Ich liebe das Konzept, weil sie Leute aus weit abgelegenen Dörfern nehmen, wo es keine Hilfe gibt. Sie bringen sie für ein 35 Tage dauerndes Programm hierher und bilden sie zu Hilfstierärzten aus. Dann kehren sie in ihre Gemeinde zurück und können den Tieren und den Menschen dort wirklich helfen. Das ist großartig. In einem Vorort von Pokhara ist das Hauptquartier der einzigen Tierhilfe der Stadt, des Himalayan Animal Rescue Team oder HART. Es gibt sie erst seit 12 Monaten und sie haben mich gebeten zu kommen und ihre Behandlungspläne zu verbessern, sowohl hier als auch in entlegenen Gemeinden. Das hier ist Kay, der hier für alles verantwortlich ist und sich täglich für die Belange der Tiere in Nepal einsetzt. Eine Tierschutzorganisation in einem Entwicklungsland wie Nepal ist eine Herausforderung. Die Menschen kommen immer zuerst. Es gibt so viele bedürftige Menschen, aber ich glaube, wir können aus Nepal einen Modellstaat machen, wo Tiere genauso wie Menschen behandelt werden. Juliet Cunliffe, Gründerin von HART, führt mich durch ihre neueste Unterkunft. Weshalb habt ihr Pokhara gewählt? Es ist ziemlich weit draußen, oder? Es ist sehr weit draußen und im Grunde gibt es nur in Kathmandu und Kathmandu Valley Tierschutz. Pokhara ist 200 Kilometer weit weg. Daher wussten wir, dass die Tiere hier gar keine Hilfe kriegen und dass es große Tollwutprobleme gibt, die man lösen muss. Und wir hoffen, dass wir zukünftig, wir würden gerne in die umliegenden Dörfer expandieren und vielleicht noch weiter bis zur indischen Grenze, wo immer es in Nepal nötig ist. Das hier ist unsere Ausgangsbasis. Das ist der Operationssaal und hier haben wir den Medikamentenschrank. Darf ich mal reinlinsen? Sneaky peek. Nichts lieber als das. Das ist eines der Probleme. Es wird so viel Zeug aus Europa gespendet, das ist wirklich toll. Aber nepalesische Tierärzte und Personal kennen die Bezeichnung nicht immer. Und so bleiben die Medikamente im Schrank, bis es ihnen jemand erklärt. Es wäre toll, wenn du da hilfst. Ich werde es versuchen. Mein Nepalesisch ist etwas eingerostet. Das wird etwas schwierig, aber gern. Arbeitseifrig treffe ich den Assistenztierarzt Dr. Hem. Er will mir einen der typischen Fälle zeigen, mit denen sie regelmäßig zu tun haben. Hallo, Kleine. Wen haben wir denn da? Sie ist aus Lakeside in Pokhara. Sie ist ein Straßenhund. Ja, sie ist ein Straßenhund. Die Leute aus der Gegend sagen, dass sie aus der Vagina blutet. Sie blutet also hinten? Ja. Okay, drehen wir sie mal um. Gutes Mädchen, ist schon gut. Oh, schaut mal hier. Sie hat ein Stickersarkom, ein ansteckender Tumor, der übertragen wird, wenn Hunde sich paaren. Da muss man wöchentlich Spritzen geben. Wöchentliche Spritzen? Wöchentliche Spritzen und in 4 bis 6 Wochen bekommen wir das hin. Leider ist das in Pokhara schwer zu bekommen. Ihr könnt also einfach das notwendige Medikament nicht bekommen, weil es nicht da ist. Also schläfert ihr sie ein? Ja, wir haben keine Wahl. Es ist traurig. Okay. Mal sehen, ob wir nicht noch eine Lösung finden.
Gib mir etwas Zeit, um daran zu arbeiten. Sie hat keine Schmerzen. Wir können ein paar Antibiotika geben und mal sehen, ob wir nicht doch etwas von dem Zeug bekommen können. Ich muss nur überlegen, wie. Aber wir werden sie retten. Wir kriegen die Kleine schon irgendwie durch, okay? Gutes Mädchen. Einen Tag hast du bestimmt noch. Ich bringe sie zurück und dann schauen wir, was wir tun können. Okay, vielen Dank. Das ist so traurig. Sie ist so ein lieber Hund und dann hat sie diesen Tumor, das Stickersarkom. Und dann müsste sie eingeschläfert werden. Es gibt hier einfach das richtige Medikament nicht. Das wird jetzt also meine Mission. Das Medikament finden, eine Bezugsquelle und dann einen Plan ausarbeiten, um diesem Hund zu helfen. Get some of this drug at Ready Supply and help them set up a protocol to get these dogs fixed. Als Antwort auf eine Reihe von Vergiftungskampagnen der örtlichen Behörden, um das Problem mit Straßenhunden in den Griff zu bekommen, hat Hart eine humanere und effizientere Alternative angeboten. Zusammen mit der Regierung haben sie Tage für Impfungen und Kastrationen eingeführt. Großartig. Viele Tiere, die wir heute behandeln, sind in wirklich gutem Zustand. Man kümmert sich um sie, man liebt sie. Das ist super. Dafür machen wir das hier. Hart kümmert sich nicht nur um die Streuner, sondern um die ganze Stadt. Durch diese Gemeindeprogramme, wo wir impfen und entwurmen, verbessern wir das Ansehen des Tierschutzes. Und das hilft nicht nur den Tieren, sondern auch der ganzen Gemeinde. Ganz ruhig, Junge. Als nächstes will ich dem Rest des Hart-Teams helfen, das auf der anderen Seite von Pokhara eine Feldklinik errichtet hat. Diesmal in einem tibetischen Flüchtlingslager. Das Interessante ist, dass obwohl viele Tibeter gerne ihre Hände schmutzig machen und ihren Tieren helfen, ihr Glaube ihnen verbietet, bestimmte Krankheiten zu behandeln. Weil sie nicht töten, können sie keine Flöhe und Zecken töten. Sie können nicht selbst Spray benutzen. Aber sie sind glücklich, wenn wir Flohspray für sie auftragen. Und manchmal, wenn etwas wirklich schlimm befallen ist, kann man die Zecken abfallen sehen. Und sie sind einfach froh, weil sie nicht getötet haben. Wenn es ein anderer macht, ist es okay. Viele dieser alten Männer und Frauen haben Tibet vor einem halben Jahrhundert verlassen und sind dem Dalai Lama gefolgt, nachdem ein Aufstand gegen die chinesischen Besatzer fehlgeschlagen war. Sie sind eine Kultur im Exil. Es ist etwas chaotisch. Hunde kommen gerade von überall her. Da ist eine Tiersegnung. Ich glaube, es ist eine Tiersegnung im Gange. Sie kommen in Massen und ich schlage mich einfach durch. Bei der ganzen Aufregung um mich herum kann ich gut sehen, wie sehr die Tibeter unsere Anwesenheit schätzen. Machen Sie es gut. Könntest du erklären, dass alle Hunde Duftdrüsen im Hintern haben, ja? Manchmal sind die sehr voll und überlastet und dieser Hund, diese ganzen Verletzungen an seinem After entstehen, weil er sich selbst beißt, weil die Drüsen so voll sind. Ich muss also diese Drüsen auspressen und du musst den Hund gut festhalten, das wird er nicht mögen. Nicht die schönste Arbeit. So eklig das ist. Und es ist eine eklige Arbeit. Ich habe es geschafft, aber dabei... Schon gut, Jungs, ist okay, entspannt euch, ist okay. Ich bin nur voll mit Drüsenflüssigkeit. Kein guter Moment. Trotz dieser Schweinerei und der wirklich intimen Art meiner Arbeit ist es gut und wichtig und dem Hund geht es gleich viel besser. Antibiotika werden gegen die Infektionen helfen. Ich liebe Tage wie diesen, wenn ich Tieren helfen kann, die sonst nie einen Tierarzt zu sehen bekämen. Bevor der Tag zu Ende ist, will ich noch etwas tun. Ich muss noch etwas von dem Chemotherapie-Medikament Fincristin finden, um dem Straßenhund mit dem Tumor zu helfen. Nach langer Suche finde ich schließlich eine mögliche Bezugsquelle.
Wäre gut, wenn wir das Medikament hier bekämen. Es wäre toll, es wäre viel billiger, als es aus England zu beziehen. Das ist der ganze Trick. Vincristin wird für menschliche Krebspatienten und für Tiere benutzt. Und ich will es bei einem Privatkrankenhaus versuchen. Obwohl das etwas ungewöhnlich ist, ist es unsere letzte Hoffnung. Danke. Super, Rock'n'Roll, danke. Wow, das ist super. Wir haben das Medikament. Es hat gedauert, aber wir können dem Hund helfen. Zurück bei der Unterkunft bereiten wir die Operation vor. Super, danke. Sieht gut aus. Diese Art Krebs überträgt sich bei der Paarung. Deshalb müssen wir sie sterilisieren, damit sich die Krankheit nicht ausbreitet. Dann müssen wir das extrem giftige Vincristin auftragen. Da ist der Tumor. Wir müssen ihn jetzt messen, damit wir sicher sind, dass er kleiner wird. Haben wir ein Lineal oder so? Ein Stück Tape? Ja, oder ein Zweig oder so. Mein Zweig ist gut. Ich klettere eben aus dem Fenster und suche einen Zweig. Wo ist ein Zweig, wenn man mal einen braucht? Röckchen hoch. Habt ihr Tape da? Gib mir ein Stück, bitte. So, und der Stock. Mal sehen. Von unten nach oben, dort, oder? Das ist nicht die genaueste Messmethode, aber wir wollen ja nur sehen, ob es kleiner wird, ob der Tumor verschwindet. Das ist der Tumorstock. Jetzt müssen wir ihn gut aufbewahren, wo er nicht stört. Und dann nächste Woche, wenn wir wieder Vincristin auftragen, messen wir erneut. Ich passe darauf auf. Und wir können sicher sein, dass er kleiner wird. Super. Das ist eine etwas simple Messmethode, aber es wird wunderbar ausreichen. Die Idee dahinter ist, dass man den Glauben an das Vincristin behält, während es seinen Job macht und wöchentlich nachmisst, um sicherzugehen, dass der Tumor schrumpft. Das ist der Plan. Das ist hier der breiteste Durchmesser und nächste Woche messen wir und hoffentlich ist es etwas kleiner. Und in 4 bis 6 Wochen sollte der Tumor weg sein. Das lief gut. Ich bin total eingeschnürt in dieses Hemd. Du musst mir damit helfen. Genau, danke. Im schönen Pokhara gelegen ist der Fever-See, der bei Gleitschirmfliegern sehr beliebt ist und ein Feuchtbiotop beherbergt, das vor Wildtieren wimmelt. Ich bin hier, um Scott zu treffen. Scott hat hier eine Gleitschirmschule, seit er 2001 nach Nepal gezogen ist. Aber er rettet auch verletzte Greifvögel und um einen macht er sich besonders Sorgen. Nepal hat die höchste Dichte von Greifvögeln in der ganzen Welt und beheimatet mehr als 80 Arten. Aber die Lebensraumzerstörung und Einmischung der Einheimischen hat dazu geführt, dass mehr und mehr Vögel in das Zentrum eingeliefert werden. Ich muss sagen, ich bin gespannt darauf, diesen großartigen Tieren so nahe kommen zu können. Hallo Luke, wie geht's? Ja super, gut dich zu sehen. Ja, dich auch. Ja, danke, ja. Also wen haben wir hier? Das ist Kevin, ein ägyptischer Geier. Ah, fantastisch. Er ist 3,5 Jahre alt. Davon gibt's nicht mehr viele, oder? Nein, in der Tat, sie sind gefährdet. Sehr gefährdet sogar. Wir haben 99,9% von 3 Geierarten in den letzten 15 Jahren verloren. Richtig viel. Das sind etwa 40 Millionen Vögel. Das Problem ist ein Medikament namens Diclofenac, ein Entzündungshemmer, den man Vieh gibt, um geschwollene Beine, Schmerz oder Entzündungen zu behandeln. Aber wenn sie sterben, haben sie Diclofenac im System, sodass die Geier daran sterben, wenn sie die Kadaver fressen. Es tötet sie millionenfach. Das ist tragisch. Ja, das ist es. Oh, er wird etwas mürrisch, oder? Ja, er ist kamerascheu. Ein bisschen. Also du hast einen Kranken, den ich mir ansehen soll. Ja, bitte.
Ein Steppenadler wurde hergebracht, der von Kindern mit Stöcken und Steinen beworfen worden war. Hi Emily, wie geht's dir? Ich gebe dir mal nicht die Hand, die ist ja gerade voll. Er wurde letztes Jahr mit einem gebrochenen Flügel gebracht. Okay, und das sehen wir uns jetzt an. Wir schauen heute, ob der Flügel verheilt ist. Hoffentlich können wir ihn wieder in die Freiheit entlassen. Schauen wir uns das mal an. Die Fraktur war auf dieser Seite. Ja. Wenn du hier tastest, kannst du es fühlen. Ja, da kannst du fühlen, wo es wieder zusammengewachsen ist. Der Knochen ist wieder zusammengewachsen und darüber hinweg, sodass es uneben ist, richtig? Aber es ist nicht so schlimm und sollte die Kraft nicht zu sehr einschränken. Natürlich ist es etwas schwächer, aber es scheint gut zu verheilen. Habt ihr es geschient? Nein, haben wir nicht. Wir haben es nur verbunden und ganz eng an seinem Körper. Wir haben es 6 Wochen dran gelassen. Und die Natur machen lassen. Wir müssen jetzt aufpassen. Er regt sich jetzt ein wenig auf. Das ist faszinierend. Zur Zeit des Bruchs, als die Federn wachsen, mausern sie sich. Das passiert einmal im Jahr. Und offenbar kriegen sie durch Stress Linien auf den Federn, wo sie beschädigt sind, da wo sie herauswachsen. Diese Linien wachsen mit den Federn heraus. Diese Unebenheiten hier sind wohl alle aus der Zeit des Bruchs. Ja, das muss alles zur Zeit des Bruchs gewesen sein. Aber es ist ermutigend. Das ist das erste Mal seit einer Weile, dass wir ihn genau untersucht haben. Und hier wachsen 2 neue große Federn nach. Und um die hatten wir uns gesorgt. Weil das die wichtigen Federn zum Fliegen sind. Sie sind unersetzlich und deshalb schneidet man diese Federn, um Vögel am Fliegen zu hindern. Das stimmt, und sie schneiden sie weit oben ab, sodass die Vögel überhaupt nicht fliegen können. Okay, das fühlt sich gut an. Ihr habt richtig gute Arbeit geleistet. Das ist wirklich toll verheilt. Und ich lerne ganz viel von dir über diese Vögel. Super für mich. Ja, es ist toll, also dass du einen wilden Steppenadler aus der Nähe sehen kannst. Und in seinem natürlichen Lebensraum. Sie brüten genau auf dem Berg da hinter uns. Scott und Emily leisten fantastische Arbeit. Sie haben diesen wunderschönen Vogel gerettet, nachdem er von Kindern hier beworfen wurde und ihn gesund gepflegt. Am schönsten ist, dass sie ihn wieder auswildern. Erhalte ich einen Notruf von Kay und eile zurück, um ihn zu treffen. Ein Straßenhund ist mit einer schlimmen Verletzung gefunden worden. Das ist eine böse Wunde. Da ist aber was anderes, oder? Er sieht schlecht aus. Gut möglich, dass er von Maden befallen ist. Wir kriegen dich schon hin, mein Freund. Er wirkt nett. Netter Hund. Was das verursacht hat, ist ein Rätsel. Ich denke, dass es ein anderer Hund war, weil wir hier eine Art Einstich haben. Und hier war wohl auch einer. Und als die Zähne eindrangen, haben sie das Gewebe darunter durchdrungen. Sie haben es aufgerissen, ein Stück rausgebissen. Und das hat sich dann furchtbar entzündet. Es sieht nach Arbeit aus. Aber ich will ihn unbedingt retten. Und leider habe ich mit den Maden recht. Jetzt planen sie die große Flucht. Schau mal. Ekliges kleines Ding. Ist gerade aus der Wunde gekrabbelt. Da. Eine fleischfressende Made. Weg damit. Mal sehen, was wir tun können. Hier sind ziemlich große Gefäße und Nerven und so. Das ist eine heikle Stelle hier am Hals. Ich weiß nicht, wie tief die Wunde ist, aber ich freue mich auch nicht darauf, es rauszufinden. Ich muss jetzt dieses ganze alte, entzündete Gewebe wegschneiden und darunter ist es eigentlich ganz frisch. Schau mal. Super, das brauchen wir. Und das hier hingegen muss weg. Oh, schau mal. Das Gewebe ist voll mit Maden. Ich bin jetzt ziemlich tief in der Wunde. Und sie richten großen Schaden an. Sie fressen sich ganz durch. Und hier, seht euch das an. Es ist so tief. Das hier. Ich meine, schau nur mal.
Und bedenke, dass die hier war und hier war die Wunde. Ich meine, die ist so tief drin. Die Maden sind noch tiefer drin und zahlreicher als gedacht. Aber jede einzelne Made muss weg oder der Hals des Hundes wird wörtlich aufgefressen. Wenn eine einzige Made drin bleibt, heilt es nicht. Nur eine einzige Made. Wenn wir die übersehen, heilt es nicht. Wir brauchen einen Namen für ihn, oder? Was meinst du, wie wir ihn nennen? Also in Nepal geben die meisten ihren Hunden westliche Namen. Sowas wie Tiger, Jimmy, John oder so. Dann nennen wir ihn Jimmy, okay? Ja, okay. Okay, Jimmy. Super. Brilliant. Okay. All right, Jimmy, lass uns deinen Hals flicken. Um sicherzugehen, dass da keine Maden mehr drin sind und alles zu säubern, muss ich viel Gewebe wegschneiden. Ich muss eine Drainage improvisieren, damit alles heilen kann. Das hier ist bloß ein normales Infusionsset, das wir für einen Tropf benutzen. Der Tropf geht hier lang durch diesen Schlauch, der in eine Vene geht. Wir können das nicht zu lange drin lassen, aber es muss diese ganze Flüssigkeit wegspülen. Und das Blut, das sonst in die Operationsstelle sifft. Das war eine krasse Operation. Aber ich bin froh, dass alles gut verlief. Wie viele Maden, ich konnte das nicht fassen. Das waren mindestens 20 und sie wurden immer größer, je tiefer wir kamen. Aber wir haben das ganze Gewebe entfernt. Es war eine schwierige Operation. Es ist immer noch etwas straff. Ich habe das zu ändern versucht, indem ich es untertunnelt habe. Wir werden sehen. Wir lassen die Drainage ein paar Tage drin und behalten ihn im Auge. Guter Junge. Am nächsten Tag komme ich wieder, um zu sehen, wie es Jimmy geht. Gut, mal sehen, wie es ihm geht. Was macht er? Jimmy. Ja? Jimmy, hello. Hallo, Junge. Freust du dich? Ja, tust du. Guter Hund. Komm schon ins Licht. Guter Hund, komm hoch. Ich weiß, du bist müde. Guter Junge. Bist ein guter Hund, nicht? Super. Er sieht gut aus. Er wedelt mit dem Schwanz. Er ist munter. Munter bist du, ja. Okay, hierher mit ihm, sodass wir was sehen können. Mal schauen. Er scheint ganz zufrieden und froh. Die Wunde ist immer noch sehr geschwollen. Wir können auf jeden Fall die Drainage entfernen, aber sie ist hier aufgebrochen, oder? Das ist etwas enttäuschend. Okay, es war eine schwierige Stelle, es überrascht mich nicht, weil es eine eklig dreckige Wunde war. Aber das hier fügt sich richtig gut zusammen. Und das Stück war wirklich schwer zusammenzunähen. Ich bin sicher, dass das Stück hier verheilt ohne Probleme. Also, Jimmy geht's gut. Er ist viel fröhlicher als vorher, als wir ihn fanden. Aber die Wunde ist in der Mitte aufgebrochen und ich schätze, er hat sich gekratzt oder den Kopf geschüttelt oder es aufgezogen. Es war außerdem unglaublich dreckig. Da verwundert es nicht, dass es noch etwas entzündet ist. Also betäube ich ihn jetzt wieder, um das zu reinigen und mir nochmal anzusehen. Der Rest sieht ziemlich gut aus, da oben und unten, und die Drainage kommt raus. Ich gebe Jimmy noch etwas mehr, damit er tiefer einschläft. Noch ist es recht leicht. Das ist die zweite Betäubung in recht kurzer Zeit, also muss ich aufpassen, dass ich seinen Körper hier nicht überfordere. Hoffentlich ist das keine große Arbeit. Ich denke, die Drainage hat ihn gestört. Es war etwas zu naiv zu glauben, er würde sich da nicht kratzen. Hier gibt es keine Krägen. Ich hätte besser was improvisiert. Also muss ich es reinigen, etwas schneiden und wieder zunähen. Wenn wir hier ziehen. Okay, könntest du da mal ziehen, ja? Okay, einfach dran ziehen. Ja, gut. Okay, gut. Schauen wir mal, was wir hier haben. Die gute Nachricht, es scheinen keine Maden drin zu sein. Das war meine größte Angst. Da unter dem Faden kann man sehen,
dass der kleine Faden hier hält. Das heißt, dass darunter die Haut zusammengewachsen ist. Stört dich das Licht? Ja, ich kann absolut nichts sehen. Kannst du mir meine Lampe holen? Okay, danke. Da war ein Stromausfall in der Klinik heute. Obwohl es draußen schön hell ist, ist es hier drinnen etwas zu dunkel. Ich muss wirklich besser sehen können, um sicher zu gehen, dass ich alles aus der Wunde hole, was raus muss. Bist du bereit, ja? Bin bereit. Setz sie drauf, gut. Und mach sie an. Es ist nie ideal, an einer Wunde zweimal zu operieren, besonders bei der Größe von Jimmy. Immer wenn ich es tue, muss ich etwas mehr rausschneiden und habe dann noch eine größere Wunde, die ich nähen muss. So wird ein ohnehin schwieriger Fall noch schwieriger. Gut, Kay, das ist der letzte Stich. Und hoffentlich das letzte Mal, dass ich Jimmy nähe. Ich habe es etwas anders genäht, damit nicht alles neu gemacht werden muss, wenn es irgendwo aufbricht. Sieht sauberer aus, viel besser so. Ich denke, die Chancen stehen gut, dass es ausheilt. Jimmy ist noch längst nicht außer Gefahr. Wenn die Wunde wieder aufbricht, werde ich ihm nicht helfen können. Es ist einfach nicht mehr genug Haut da, um ein drittes Mal zu operieren. Wir können ihn nur in Ruhe lassen und in ein paar Tagen wieder nach ihm schauen. It is gorgeous, isn't it? Wunderschön, oder? Unser zuverlässiges Flugzeug. Neuestes Modell. Ich habe mir sagen lassen, dass es eine tolle Erfahrung und ein unglaublicher Flug ist. Wir fliegen ins Herz des Himalayas in eine Höhe von 4000 Metern. 12.000 Fuß. Und es geht durch einen schmalen Bergpass, um da hochzukommen. Das wird sicher unvergesslich. Hoffentlich aus dem richtigen Grund. Jetzt kommt der zweite Teil meiner Mission, um Hart zu helfen. Ich soll ihre erste Reise leiten, um herauszufinden, welche Nöte und Bedürfnisse die Leute haben, die weit entfernt von jedem Tierarzt in den abgelegensten Regionen des Himalayas wohnen. Wir müssen sehr früh losfliegen, weil offenbar nach 10 oder 11 Uhr die Winde stärker werden und das Flugzeug es nicht schafft. Was immer das heißt. Himmel. Etwas holprige Landung, aber schon okay. Ein erheblicher Teil von Nepals Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Und ihre Tiere sind lebensnotwendig für sie. Sie transportieren schwere Lasten, pflügen die Felder und liefern den Menschen Milch und Fleisch.
Das ist das Haus, Luke. Das ist das Haus. Er hat ein Problem mit einem Kalb. Seit das Vieh des Bauern krank wurde, leidet die ganze Familie. Es gibt nicht genug zu essen und das Vieh ist zu schwach, um bei der Ernte zu helfen. Lass uns mal nachsehen. Halt mal seinen Kopf für mich. Es ist schon seit einem Jahr so krank. Ein Jahr. Es ist zurückgeblieben und klein. Okay, fühlen wir hier mal. Ich weiß sofort, dass es Ringelflechte ist. Eine unschöne Krankheit, typisch für Vieh in schlechtem Zustand. Wenn wir genau nachsehen, werden es bestimmt auch einige der anderen haben. Aber das hier ist so schlimm betroffen, weil es sicher immunsupprimiert ist. Tiere, die nah beieinander leben, unterernährt und mit schlechtem Immunsystem, kriegen das leicht. Und leider hat es sich auf das ganze Vieh des Bauern ausgebreitet. Okay, um ehrlich zu sein, ich denke, ihm geht's wirklich schlecht. Nicht genug Futter, schlechte Haltung, er ist schwach. Okay. Hallo du. Kannst du das auspacken? Ja, genau das. Okay. Nein, nein, nicht weglaufen damit. Danke. Gut gemacht. Vielen Dank. Das ist super. Ich habe keine Standardpräparate für Ringelflechte mit dabei. Aber ich kann den Bauern trotzdem helfen. Wenn wir das Vieh fit bekommen und die Infektionen bekämpfen, wird sich das Flechtenproblem von selbst lösen. Ich zeige ihm, wie man Vitamine, Antibiotika und Entwurmer spritzt, um die Sache zu richten. Hey. Wollt ihr eine Spritze? Okay. Na gut. Keines der Kinder hat Parasiten. Aber nur weil ich so weit ab vom Schuss bin, heißt das nicht, dass ich nur ungewöhnliche Tiere in ungewöhnlichen Situationen treffe. Hi! Namaste. Gut. Schön, Sie zu sehen. Gut, Sie zu sehen. Sehr gut. Ich bin Luke. Hallo. Gut, Sie zu treffen. Sie haben Probleme mit Ihrer Katze. Ja, ich habe eine Katze. Chibulal hat Probleme mit der Menge an Kätzchen, die Ihre Katze Kachung hat. Ich weiß, was... Operationsplätze sind knapp. Unten ist es sehr dunkel und auf der Straße ist es nicht gut. Am besten also auf dem Dach. Es ist sauber hier, schöne Aussicht, viel frische Luft. Ich denke, es wird gut gehen. Das ist ein ziemlich einzigartiger Operationssaal. Es ist auch ziemlich windig. Deshalb müssen wir trotz Licht und Sauberkeit vorsichtig sein, damit nichts wegweht. Machst du das bitte mal auf, okay? Danke. Da noch niemand eine Katzensterilisation gesehen hat, halten alle gespannt die Luft an. Pass auf, Kay. Das ist nicht ganz einfach hier, den Uterus zu finden. Es ist eine ziemlich fette Katze. Da ist er. Das war ziemlich tief, oder? Es ist toll, dass die Dörfler kommen und interessiert daran sind, was wir tun. Wir haben viel über die tierärztlichen Bedürfnisse des Dorfes erfahren. Und sie wissen, dass wir ihnen ab jetzt helfen werden. Oh, wirklich, ihr habt ziemlich niedrige Tische. Okay, das lief gut. Und es war die erste Sterilisation in diesem Himalaya-Dorf. Das ist ein Privileg. Vielleicht nicht so sehr für die Katze, aber sie wird schon wieder. Get them off. Brilliant. Runter damit. Give it a wipe, please. Yeah. Super, drüber wischen, bitte. Ja, sehr gut. Kein Problem. Bis bald. Okay, vielen Dank für Ihre Hilfe. Kein Problem. Sie ist eine liebe Katze. Also bis dann. Okay, bis dann. Okay. Gut. Weiter im Text.
Come on. Kommt schon. Das war wirklich anstrengend, die Jagdherde hier reinzutreiben. In dieser Höhe gibt es etwa 50% weniger Sauerstoff als auf Meereshöhe. Ich bin total fertig. Aber den Yaks geht's gut. Sie haben sich an die Höhe hier angepasst. Diese Tiere sind sehr zäh. Sie sind hardcore. Sie überleben in dieser großen Höhe. Wir sind auf 4.500 Metern ohne jegliche Probleme. Und obwohl sie eng verwandt mit Kühen sind, sind sie etwas anders und können hier überleben. Sie werden nicht mit Glocken um den Hals geboren, dafür aber mit einer extra Rippe. Kühe haben nur 13 Rippenpaare und Yaks haben 14, was ihre Lungen auch viel größer macht und das Herz. Sie haben eine größere Lunge und saugen die Luft ein. Ihr dickes Fell hilft ihnen gegen die Kälte. Sie sind echt hart im Nehmen. Leider sind die wilden Yaks durch Überjagung zur gefährdeten Art geworden. In den Bergen gibt es nur noch ein paar hundert. Sehen wir uns mal das kleine Schwarze hier an. Was war mit ihm, Kay? Hat es nur etwas getrödelt? Es ist nicht wie die anderen, nicht munter. Ja. Es hat einen starken Herzschlag. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. Okay, komm. Warte mal, lass uns das mal ansehen. Es hat hier ein kleines Geschwür. Vielleicht hat es deshalb nicht gut gefressen. Aber es heilt. Das ist das Faszinierende an Yaks. Weil sie hier mit der kargen Vegetation auskommen müssen, sind die Frontzähne anders, sodass sie nicht nur ihre lange Zunge benutzen wie eine Kuh, sondern auch wie ein Schaf knabbern können. Da dieser Yak auf dem Weg der Besserung ist, sehe ich mir einen anderen mit einem Schnitt in der Seite an. Allerdings ist es nicht so leicht, mein gutes Blauspray auf die Wunde zu bekommen. Ich weiß nicht, ob wir in seine Nähe kommen. Jag den Yak. Chase the Yak. Ich weiß. Super. Das hat sicherlich geholfen. Ich habe endlich die Wunde getroffen. Los, Jungs, auf geht's. Nachdem ich den Yaks grünes Licht gegeben habe, geht es zurück in die Berge für sie, wo sie hingehören. Das war ein großer Spaß. Das beendet meine erste Yak-Untersuchung. Nach einem Eindruck von dem Leben im Himalaya kann ich nicht anders, als mich zu wundern, wie die Menschen und Tiere hier an so harsche Umstände angepasst leben können. Ich lasse die Einsamkeit hinter mir und kehre ins Tal zurück. Zurück in Pokhara gehe ich sofort zurück zur Unterkunft, um nach meinen Patienten zu sehen. Der erste ist Jimmy, der arme Hund mit der Wunde am Hals und den fleischfressenden Maden. Jimmy, wie geht's dir? Hallo, Junge. Schwanzwedelnd. Raus mit dir. Hallo, Jimmy. Komm raus und sag Hallo. Oh, einmal strecken. Sieht gut aus. Er sieht gut aus, oder? Er sieht sehr gut aus. Schauen wir mal die Wunde an. Das ist das Wichtigste. Ich sag dir, das war's. Gut und trocken verheilt. Sprich nicht mehr auf, ist auch nicht so heiß und die Schwellung ist weg. Das war wirklich toll. Du bist ein guter Hund. Ja, bist du. Was meinst du, wann soll der Faden raus? Ich würde sie noch etwas länger drin lassen als normal, nur um sicher zu gehen. Ich würde sie in 5 Tagen etwa ziehen. Ja. Gib ihm etwas Reis von mir oder so, mal einen Burger. Guter Hund. Jimmy wird uns bei Hart immer an Mr. Gamble erinnern. Sehr schön. Ich will auch dringend wissen, ob das Medikament aus der Privatklinik dem kleinen Hund mit dem Krebs geholfen hat. Also mal sehen. Das ist gar nicht schlimm. Guter Hund. Okay, runter? Ja, da unten. Das wäre ganz gut. Ganz ruhig. Sie hat wirklich Angst. Schon gut, Mädchen. Nur mal schauen, wie es aussieht. Es war die erste Behandlung. Sie braucht schon alle. Aber es hat schon wirklich gut funktioniert. Ich nehme noch mal den Stock zum Messen, um zu sehen, wie es wirkt.
In nur einer Woche ist der Tumor so weit geschrumpft, dass er kaum noch zu sehen ist. Ich meine, es kommt gerade mal bis hier oben. Es ist über drei Viertel zurückgegangen in nur einer Woche. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Es ist toll, Ihnen so eine leichte und effiziente Lösung zu zeigen. Dieses Mal besorge ich es. Du besorgst es. Es ist viel besser, als Sie einzuschläfern, denn wir wissen jetzt, wo wir das Medikament bekommen. Die Privatklinik hat versprochen, es für uns hier mitzubestellen. Und dann können wir es abholen und auftragen. Und wir wissen, dass es hilft. Das ist eine tolle Lösung. Er hat wirklich viel Mut. Er kann alle Arten von Tieren behandeln, von den kleinen bis zu den ganz großen hier in Nepal. Ja, er ist ein mutiger Mann. Okay, super. Es ging darum, einer neuen Organisation auf die Beine zu helfen. Es wurden Programme für die umliegenden Gemeinden gestartet, von denen die meisten noch nie einen Tierarzt gesehen haben. Jetzt muss das Ganze mit Nachhaltigkeit weiterverfolgt werden. Hilfstierärzte müssen ausgebildet werden und die Dörfler müssen selbst aktiv in den Tierschutz mit einbezogen werden. Ich habe mit tollen Leuten gearbeitet und tollen Tieren geholfen. Zusammen mit der tollen Landschaft, dem schroffen Terrain, der großen Höhe, war das wirklich ein atemberaubendes Abenteuer. Teuer.